Doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Shalom an die eintretenden Israeliten, welche Judas Kinder implizieren, die sogenannten Neger, Latinos und Indianer, welche zusammen unterdrückt werden und wurden gemäß dem Buch Jeremia 50,33, welchen allerdings ausschließlich die Bündnisse, die Versprechen, die Herrlichkeiten, die Gabe des Gesetzes, die Gabe des Services zustehen, okay? Nicht nur ausgesprochen, sondern tatsächlich auch so in der Bibel vorzufinden. Sollte man eigentlich wissen. Wo lesen wir das Ganze? Wir lesen es in dem Buch Römer, Kapitel 9, Vers 4. Okay. Und du merkst es halt daran, je besser du denkst, dass es dir gehen sollte, desto schlechter geht es dir eigentlich, weil du immer wieder daran erinnert wirst, dass das hier einfach nur die Hölle ist. Okay. Also bei jedem Bruder, aber auch Schwester ist es anders. Aber du merkst einfach, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Und dieses winzige, abermals kleine stimmt nicht, macht sich halt dennoch, wie es ja auch die Scripture sagt, ja gut, man soll halt nicht, wie heißt es, unaufmerksam, beziehungsweise man soll es nicht außer Acht lassen, nämlich was? Das gewisse kleine, okay, dieses minimale, wo die meisten Leute wahrscheinlich sagen würden, na, damit habe ich nichts zu tun oder ja, das ist mir zu, das Detail ist mir nicht wichtig genug. Aber genau dieses Detail ist am wichtigsten. Okay? Aber ich würde das nicht verwechseln, weil manchmal machen Leute aus winzigen Sachen einen Elefant und aus einem Elefanten eine winzige Sache. Und das ist halt im Endeffekt der Preis, wenn du halt ultimativ nicht in der Truth bist, weil die Truth ist halt eben leider der Elefant. Okay? Und die Mücke ist halt leider alles andere. Okay? Aber was die Leute halt machen ist, sie machen aus dieser Mücke, machen sie jetzt den Elefant und aus dem Elefant machen sie die Mücke. Also alles, was irgendwie nichts mit der Truth oder gegen die Truth ist, daraus machen sie was Großes. Und alles, was halt was mit der Truth zu tun hat oder irgendwie in Richtung Righteousness, also irgendwie in Richtung Gerechtigkeit geht, daraus machen sie halt möglichst was Kleines. Also möglichst unrelevant. Ja, wir lesen Jesaja 13, 14 in NHLB. As the chaste woe and as. Moment, schau mal, weil mein Internet ist nicht so gut. Hier, Moment. Chaste woe and as a sheep that no man take it up, they shall every man turn to his own people and flee everyone into his own land. Und es wird wie das gejagte Reh und wie ein Schaf sein, das kein Mensch aufnimmt. Sie werden sich jeden zu seinem eigenen Volk zuwenden und jeden in sein eigenes Land fliehen. Ja, also jeder wird halt in sein eigenes Land fliehen. Also, worum es hier im Endeffekt geht, ist, dass wir in dieser letzten Zeit leben und dass viele Prophezeiungen tatsächlich so eintreffen. Und du siehst es im Endeffekt, ja, dass zwischen den Nationen Spaltung, Entzweiung und so weiter stattfindet. Und ein Weg, das Ganze zu überprüfen, ist auch, dass du siehst, dass die Elekt, also die Auserwählten, immer mehr zusammenrücken, immer mehr zusammenkommen. Und sie, ja, im Endeffekt sehen, okay, gut, es gibt tatsächlich, oder es geht ja immer um Nationen, also im Endeffekt geht es niemals um die einzelne Person, sondern immer um eine Nation für Yahweh Bar Shem Yahweh Shai. Dennoch musst du natürlich deine eigene Erlösung im Sinne von der einzelnen Person erarbeiten. Aber wir reden jetzt davon, ja, dass die Elekt an sich, also die auserwählten 144.000 und die ein Drittel Israeliten, welche die Frauen und Kinder sind,
das ist eine eigene Nation an sich in dieser letzten Zeit. Und das ist auch der Point von dem Video. Wirklich beautiful. Durch den Spirit, dass ich darauf gekommen bin. Soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern soll einfach nur heißen, dass ich tatsächlich noch nie in meinem Leben so wenig wusste, worüber ich ein Video machen soll. Aber ja. Umso mehr habe ich verstanden, gut, hey, das ist tatsächlich ein gutes Thema. Und tatsächlich lohnt es sich, darüber ein Video zu machen. Im Sinne von, es ist halt echt interessant. Weil, schau mal, du hast eigentlich die zwei Drittel, die nicht zur Nation gehören, für eine gewisse Phase oder für eine gewisse Zeit. Und dann hast du, also sprich, ganz Israel ist ja am Ende wieder im Königreich zurück und so. Also ganz Israel, nicht nur die Auserwählten. Aber jetzt ist es halt so, dass die Auserwählten an sich, die 150.000 mit den ein Drittel, eine ganz eigene Nation darstellen und komplett eigentlich auch so behandelt werden. Klar, es mag irgendwie sowieso sinnvoll erscheinen und sowieso schon da gewesen sein, irgendwo im Verständnis. Aber es ist ja so, dass wir schon immer gesagt haben durch Sacharja und so weiter, dass die sowieso nie ein Teil von uns waren. Im Sinne von in dem Current Era, also in der derzeitigen Weltzeit. Aber ja, wenn man das nochmal anspricht, dann wird es halt nochmal deutlich. Im Sinne von, hey, die zwei Drittel, die müssen nicht nur das erleiden, was ein zwei Drittel erleiden muss, sondern sie sind auch gar nicht, momentan sind sie halt einfach nicht Israel. Und wo lesen wir das? Okay. Also das Video ist im Endeffekt der Vers, nur nochmal ganz, 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 ganz extrem verständlich erklärt. Okay. All Israel is not Israel. Exakt. Und wer klärt uns darüber auf? Dreimal darfst du raten. Weil eben das Thema schwer und kompliziert ist und Paulus das Ganze halt eben verständlicher gemacht hat. Okay. Wir wissen, dass gesagt wird von Paulus, also in der Scripture, in der Bibel an sich wird sogar gesagt, dass Paulus seine Schriften schwer zu verstehen sind oder komplizierter sind. Okay. Nicht mal unbedingt das, sondern eher das, sie sind halt einfach so gemacht, dass Leute andere schneller vom Falschen oder von Lügen überzeugen können, indem sie diese verwenden, weil sie halt eben so kompliziert geschrieben sind. Das heißt nicht, dass sie irgendwie schwerer zu verstehen sind oder so, sondern es soll einfach so heißen, dass sie oftmals dafür verwendet werden, weil sie halt so geschrieben sind, wie sie geschrieben worden sind, um andere zu verarschen. Okay? Was wir ja tatsächlich zu Genüge sehen. Okay? Naja, jedenfalls lesen wir in Römer 9, 6 bis 8. For they are not Israel, which are of Israel, neither because they are the seed of Abraham, and are they all children, but in Isaac shall they be called, that is, which they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise, accounted for the seed. Also sprich, for they are not all Israel, which are of Israel, also alle, kurz übersetzen. Okay, für die, die mir nicht glauben, weil das Internet jetzt nicht so schnell lädt, werden wir nicht in die 1611 gehen, sondern in der normalen PGB bleiben. Jedenfalls, jedenfalls steht hier halt, also ich weiß nicht, so viel Englisch sollte man vielleicht können. For they are not Israel, which are of Israel. Okay? Also viele Wörter sind da jetzt nicht drin. Also nicht alle, die von uns abstammen, okay, sozusagen von derselben Nation sind wie die 144.000, okay, Männer, sind nicht die sie sein sollten, sagen wir es mal so. Okay? Und damit dann alle Ehre an Yahweh, wahrscheinlich auch wieder Sporakatan. Shalom, Shalom, Shalom. Ich hoffe, du hast verstanden, warum Römer 9, 6 bis 8 so important, also so wichtig ist. Weil ja, das ist halt im Zusammenhang mit, jeder soll zu seiner Nation kehren. Weil schau mal, die Auserwählten 144.000 halten natürlich bis zum Ende hin zusammen. Und dreimal darfst du raten, je schlimmer es wird, desto mehr halten die Auserwählten zusammen. Weil sie im Endeffekt
nicht denken wie die Welt und nicht sind wie die Welt, sondern ganz genau einfach Götter sind. Okay? Und alle anderen Menschen, auch zwei Drittel Israeliten, sind erstmal an sich nicht dieselbe Art Gott. Also wenn wir jetzt von den Israeliten sprechen, okay? Sondern eher sozusagen, wie soll man sagen, es gibt keinen Begriff dafür in der Bibel, also die Bibel spricht tatsächlich über alles, aber erstmal spricht sie darüber, dass sie sozusagen Heiden sind, okay? Und Heide ist, soweit ich weiß, kein Gott. Mit Heiden, sie sind halt im Endeffekt kein Gott, sondern halt Heide und werden als solches behandelt, betrachtet. Würde heißen, im Kingdom, Königreich später durch unseren Samen, also Sperma, ja, oder wie auch das dann später sein wird alles. Wir wissen dennoch, wir werden viele, also Scripture redet darüber, wir aus einem sollen 1000 werden. Also wir werden viel Sex und viel Frauen haben dort. Und dadurch kommen halt eben diese zwei Drittel Israeliten, die halt jetzt keine Israeliten sind, sondern Heiden, eben zurück als solche, die sie eigentlich sind. Verständlich? Ich hoffe doch. Shalom.